E-Bikes liegen im Trend. Mit elektrischer Unterstützung sind die sogenannten Pedelecs bis zu 25 km/h schnell. Motoren und Akkus der aktuellen Elektrofahrräder sind zwar alle ähnlich stark, bei der Reichweite gibt es aber deutliche Unterschiede. Zwischen 39 und 100 Kilometer mit einer Akkuladung fahren die Pedelecs, die die Stiftung Warentest jetzt geprüft hat. Die Preise der Testmodelle: 900 bis 3300 Euro. Wir haben 15 Pedelecs, vorzugsweise mit einem 400 Wattstunden Akku, im Testfeld gehabt. Alle mit einem tiefen Rahmen und mit Nabenschaltung. Das Fahrverhalten, die Technik der Antriebe und natürlich Sicherheit und Haltbarkeit wurden untersucht. Besonders aufwendig die Bruchsicherheits- und Stabilitätsprüfungen. In wenigen Stunden wirken hier auf die Fahrräder die realistischen Belastungen von bis zu 10 Jahren Betriebsdauer. Dazu werden beispielsweise Lasten auf Lenker oder Rahmenteile übertragen, die bei realen Testfahrten aufgezeichnet wurden. Ja, überrascht hat mich eigentlich, dass wir wirklich 5 mangelhafte Räder hatten. Es ist hier schon auffällig, dass Komponenten aus normalen Rädern verbaut werden, die aber den erhöhten Belastungen von Pedelecs nicht gewappnet sind. Die Folgen sind Brüche und Risse an lebenswichtigen Stellen, hier etwa der Sattelstütze und der Sattelklemmung. Auch die Bremsen haben nicht immer so funktioniert wie erwartet. Gerade Pedelecs, die mit hoher Geschwindigkeit und viel Gewicht unterwegs sind, benötigen kräftige und zuverlässige Bremsen. Leider haben 3 Kandidaten den Bremstest nicht bestanden. Insgesamt 5 Elektrofahrräder waren mangelhaft bei Sicherheit und Haltbarkeit. Pegasus Premio E8F, Stevens E-Courier Former, Aldi Nord Hansa Alu City Elektrorad, Fischer Alu Elektro City Bike ECU 1603 und Kettler Traveler E-Tour FL. Positiv hingegen, beim Fahrverhalten haben die meisten Pedelecs im Test gut abgeschnitten. Und der Expertenrat zum E-Bike-Kauf? Mein Rat wäre, das Rad beim Händler Probe zu fahren, wirklich mal verschiedene Elektrofahrräder zu vergleichen. Und ganz wichtig auch, wenn ich jeden Tag viele Kilometer unterwegs bin, dann sollte ich von Anfang an schon auf einen größeren Akku zugreifen, damit ich nicht unter Umständen stehen bleibe unterwegs. Alle Testergebnisse gibt es in der Juli-Ausgabe von Test und im Internet unter www.test.de Elektrofahrrad.